Ja, wie bitte? Ja, ich will jetzt keine kulturhistorischen einführenden Worte an euch richten, aber ich kann hier einfach mal persönlich sagen, ja. Seit den Kunstpunkten durfte ich einmal einen Blick in sein Kelleratelier werfen. Direkt nach der Tür erwartete mich eine Stapellandschaft von unglaublichen Stapeln, die es in sich hatten. Und ich bin da durchgelaufen und habe mir die ganzen kleinen Objekte, Zettel etc. angeschaut. Unglaublich interessant, wurde aber belehrt, dass es gar nicht darum geht, um deine speziellen Ordnungssysteme oder um Rauminstallation, was ich zuerst gedacht hatte, sondern mehr, du hast spezielle Themen, Leitgedanken wie den Moment der Utopie, ganz wichtig. Ich habe da Glück gehabt mit dem Keller, also der ist ziemlich groß, aber ohne Heizung, hat aber Strom und Wasser. Waren schon alle da? Ja, war. Sind noch Führungen frei? Ich fange einfach mal an mit dem Text. Den Kunstbegriff in Bewegung setzen heißt, die Bedingungen oder Voraussetzungen, unter denen Kunst ermöglicht wird, zu thematisieren. Und das heißt, in eine Form zu bringen. Immer bringt man irgendeine Bedingung oder Situation, in der man sich befindet, zum Ausdruck und wird sich dabei klar, dass es diese Bedingung ist, die den Begriff der Kunst in Gang setzt. Also die Bedingung, unter der man steht und unter der man Kunst machen will. Also das war schon bei Gottfried Keller so, der ja ursprünglich Maler werden wollte und auf das Genaueste beschrieben hat, wie Malerei nicht geht. Auf jeden Fall hat Keller davon Abstand genommen, Maler zu werden. Meine Bedingung ist und war von Anfang an ein gewisses Zögern in der Daseinsbehauptung. Das ist natürlich schon ein heftiger Satz. Ich habe den noch ergänzt durch einen anderen Begriff, eine Schwäche in der Daseinsbehauptung. Also das heißt ein Zögern oder eine Schwäche in der Daseinsbehauptung. Das war meine Bedingung. Die muss irgendwie thematisiert werden. Daseinsbefindlichkeiten jeder Art gehören zum Bereich des Ethos. Man kann vom Ethos nicht auf eine Form schließen, also auf eine bestimmte Form. Man kann vom Ethos, sondern immer nur retrospektiv von einer Form auf ein Ethos. Eine Daseinsbefindlichkeit ergibt noch keine Form. Sie hat eine Form, die aber erst erfunden werden muss. Und dann kommt die Themafrage. Sobald man als Künstler das macht, entsteht ja die Frage, wo ist die Kunst und wann beginnt die und worin besteht die? Und dann kommt noch ein Satz. Manchmal dauert das Erfinden der Form so lange wie das Leben. Wir lassen die einfach jetzt mal rumgehen. Ja. Diese Hase-Serie umfasst 50 Fotografien von dem Hasen in seinem Verhältnis zu dem Rauerdackel. Die habe ich so beiläufig fotografiert. Also ich habe einen Titel, 45 Bilder, 45 Wörter. Und der Titel heißt Hasi. Hasi has been catched and domesticated over long times. Therefore lost its wildlife modus, but nevertheless living a beautiful life with a dog as his wife and his Hasi's best friend. A long-time performance of beautiful and lovely rabbit named Hasi, every second of its life. Ja. Die Arbeit befindet sich in einer Juxta-Position, das heißt Parallelposition zu mir, zwischen dem Motiv und dem Fotografen. Der Hase hat mir gezeigt, wie eine Liebesbeziehung funktioniert. Leidenschaft, Energie, Lebenskraft, Nachhaltigkeit, Einsatz bis zum Schluss. Das hat er gezeigt. Jetzt kommt der Schluss. Irdische Paradiese kommen aus dem Boden und gehen zurück in den Boden. Sie verschwinden. Dann werden sie zu Sinnbildern. Nur als solche bleiben sie für immer gegenwärtig. So. Die Fotos, die du gerade gezeigt hast, und ja. Das sagt mir viel, viel mehr über deine Kunst aus. Ich finde, man spürt ganz, ganz deutlich Kunst da drin. Das war wunderbar, stimmt. Ja. Den Text will ich aber noch lesen. Ich war wach und ich war gleichzeitig wie in einem Traum gebannt. Mit den Wesen auf gleich und gleich sprachen sie zu mir und ich hörte ihnen zu. Ich war in ihrer Welt, in ihrer Logik oder was das Gleiche war, in ihrem Leiden, in ihrem Recht. Sie sprachen eindringlich zu mir. Sie schienen auch Macht zu haben.
Aber sie hatten keine. Es war nur ihre Art, da zu sein. Ja.